A2.2. Der Punkt P liegt auf der Strecke EF mit EP gleich 5 cm. Für Punkte MN auf der Strecke FS gilt FN in Abhängigkeit von x sind x cm mit x kleiner als 13,89 und x Element R+. Die Punkte MN sind die Mittelpunkte von Strecken QN RN mit RN Element der Strecke CS und QN Element der Strecke BS. Und die Strecke QN RN liegt parallel zur Strecke BC. Die Punkte PRNQN sind die Eckpunkte von Dreiecken PRNQN. Zeichnen Sie das Dreieck PR1Q1 für x gleich 3 in das Schrägbild zu A2.0 ein. Ich habe hier unten das Schrägbild nochmal hinkopiert. Und bei der Aufgabe geht man einfach im Prinzip nochmal alle Sätze in Ruhe durch. Also, Aufgabe ist es hier, das Dreieck PR1Q1 für x gleich 3 einzuzeichnen. Fangen wir mit Punkt P an. Wo liegt der? Das steht gleich im ersten Satz. Der Punkt P liegt auf der Strecke EF mit EP gleich 5 cm. Also geht man her, nimmt sein Lineal und misst von E aus 5 cm ab. Also liegt hier der Punkt P. So, was brauchen wir als nächstes noch? Die Punkte R1 und Q1. Wo sind die zu finden? Die stehen hier im Prinzip, wissen wir hier Informationen. Der Punkt R liegt irgendwo auf der Strecke CS. Das ist also diese Strecke hier. Da irgendwo liegt der Punkt R drauf. Und Punkt QN liegt irgendwo auf der Strecke BS. Das steht hier. Die Strecke BS ist die da. Also muss der Punkt Q da drauf liegen. Und weiter wissen wir noch, die Strecke QNRN liegt parallel zur Strecke BC. Also irgendwie so drin. Was wissen wir noch weiter? Nämlich die Punkte MN auf der Strecke FS, also das ist hier die in der Mitte drin, gilt. Der Abstand von F zu M sind x Zentimeter. Hier habe ich mein F, also kann man sich es ungefähr so vorstellen, wenn hier jetzt mein Punkt M läge, sind das hier x Zentimeter. M ist der Mittelpunkt der Strecke PQ, QR, also sieht es dann ungefähr so aus, QN und RN, also irgendwie sowas. So, und jetzt wissen wir, steht ja hier nochmal, x soll 3 sein, also der Abstand von F zu M sind 3 Zentimeter. Demnach gilt, Lineal zur Hand nehmen, dann 3 cm von F aus abmessen, dann kriege ich hier ungefähr meinen Punkt M, beziehungsweise M1 heißt er, und jetzt muss ich noch im Prinzip das zweite machen, nämlich es soll parallel zur Strecke BC liegen. Da kann man jetzt einfach das Geodreieck hernehmen und die entsprechende parallele Strecke zeichnen. Dann kriege ich hier oben den Punkt R1 und hier unten den Punkt Q1. Zum Schluss noch die Strecken entsprechend verbinden. Einmal P mit Q verbinden. Und zum Schluss noch P mit R verbinden. Ja. Mit einem Geodreieck auf Papier ist es natürlich einfacher. So. Wer möchte, kann natürlich noch zur besseren Übersicht das Ganze farbig gestalten, also mit einer Farbe nachziehen. Jetzt zum Beispiel mit Grün. Dann sieht man hier deutlich dieses Dreieck PQ1R1.